Hi zusammen, ich bin der Bruger. Das hier ist ein neues Horrorspiel von Schillers Art und ich lese euch jetzt mal meine Unterstützerinnen und Unterstützer vor. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Bexking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dragmoon, Erasion Korane, Green Tiger B, Jan Lehnhardt, Jason Kugel, Joel Buck, Kaiser Lati, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, MJC Cards and Games, Natascha Breyer, Nizumi, Nini Pink, Pascal, Hupo Fischpop, Ralf 66, Rufus Platus, Shane, TSGTV, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Tami, Vantan und Wölfchen 099. Ja, hi liebe Leute, wir spielen jetzt... Oh, Screenshot aufgenommen. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Wir spielen jetzt das neue Spiel von Schillers Art, nämlich Night Security. Ich bedanke mich nochmal schön bei allen, die mich unterstützen, sei es durch Likes, durch Kommentare oder eben auch die Unterstützungsfunktion. Das ist immer sehr nett, wenn ihr das macht, aber ist keine Pflicht. Liken wäre schon ganz cool. Wir starten neu. Ich habe noch nicht angefangen, aber ist auch egal. Ich lieb diese Spiele von Schillers Art. Die sind immer so ganz eigen. Bisschen crazy, aber auch sehr verstörend. Und das wollen wir ja, oder? Bei Horrorspielen. Okay. Apropos verstörend, was ist das für eine komische Wohnung? Ich muss immer mal ein bisschen im Bild in der Aufnahme gucken, ob es auch gut aussieht. Das tut's. Okay, warum haben wir so ein riesiges Spielparadies? Ich sehe kein Kind. Oder ich sehe halt zumindest... Ja gut, das gibt ja noch ein paar Zimmer hier. Ja, die haben immer so einen geilen Look. Chillers Kalender. Happy Birthday! Oh, 23.10. Wer hat denn Geburtstag? Das Kind, ne? Der Regen. Das sieht ja alles so cool aus. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben. Mir gefällt der Look immer so gut bei den Spielen. Schön. Essensreste von Sushi? Ja, man kennt ja dieses Plastik da, was da immer drin liegt. Das so aussehen soll wie Gras. Naja. Bin ja... Was Schillers doof. Alles Markenprodukte von Schillers Art. Ich bin ja... Also ich esse ja gar nicht das abgepackte Sushi so gerne. Also wenn dann frisch ist, dann esse ich lieber gar nichts als sowas da. Oh, die Geburtstagstorte. 7 Jahre! Sehr schön. Und hier haben wir das Bild. Aha. Familie. Happy, happy family. Wäsche. Komisch, dass es nicht Chillers Laundry ist. Toilette. Oh, da schläft wohl die Frau. Wir gehen jetzt erstmal zur Arbeit. Wahrscheinlich. Wir sind ja Night Security. So friedlich. Das ist bestimmt das Kind. Oh ja. Mädchen wahrscheinlich, ja? Okay. Okay. Wir sind automatisch zum Auto gegangen eben. Es gibt bestimmt wieder verschiedene Endings hier. Ich werde es natürlich zeigen. Das steht sicher von selbst. Oktober, Watchman oder Wachmann 35. Ich habe mal die Sachen eingestellt, diese Unterstützer-Items. Ich muss ein bisschen leiser, sonst schreie ich wieder. Das ist gar nicht so laut, das ist nur der Kopfhörer. Erstmal um ein bisschen. Ja, wie so üblich. Es ist wahrscheinlich Tokio. Oder hat eine große Stadt, aber alles ist leer jedes Mal. Keine Menschen, gar nichts. Aber wie gesagt, ich mag den Look. Da guck mal, auch dunkel ist so absolutes Dunkel einfach nur. Na gut, geh mal rein. Das ist wohl unsere Arbeit. Mal irgendein Rechtsgebäude, einfach ein Privatgebäude wahrscheinlich. Ey.
Rechts ist der Überwachungsraum. Ich sollte nachsehen, was meine Aufgaben sind. Ach, ich kann nicht mal hinterher. Na toll. Ah, so ein Meldezettel. Mitternacht. Kann ich nicht mal... Kann ich nicht mal das Licht ausmachen? Meinst du, als wären noch Leute hier? Ich sollte meinen Rundgang im ersten Stock beginnen und die Türen abschließen. Feueralarm überprüfen und die Türen abschließen. Licht im Bad ausschalten, Leute nach Hause schicken. Von Keigo Ochigi, dem ehemaligen Wachmann, fehlt jede Spur. Natürlich. Er hat wahrscheinlich gekündigt. Deshalb zähle ich ab jetzt auf Sie. Das Unternehmen hat eine Regel, dass nach Mitternacht keine Überstunden gemacht werden dürfen. Also doch ein Geschäftsgebäude. Überprüfen Sie die Uhr, die Überwachungskameras und die Sicherheitsdetails, bevor Sie mit Ihrem Rundgang beginnen. Mit freundlichen Grüßen, Manager Yamamoto. Ja, Japaner, ne? Ganz als wären noch Leute hier. Jo. Super ultra Pflichtgefühl, dass sie einfach mal nach Hause gehen. Aber manchmal müssen sie ja auch, ne? Was mit E? Ein Rundgang noch nicht beendet. Ja, bei denen ist ja auch so, die müssen ja auch mehr oder weniger, weil es halt so konventionell ist, oder so eine gesellschaftliche Konvention, dass sie nach der Arbeit... Hä? Was ist das denn? Warum... Also die müssen halt bei den Kollegen oder dem Chef, wenn der Chef sagt, wir gehen jetzt was trinken, dann müssen die halt mitgehen, sonst gibt es richtig Ärger. Und das wirkt halt ein bisschen assi, wenn die das nicht machen, habe ich mal gehört. Oder so unfreundlich, ne, so unhöflich. Ah ja, das ist die Toilette. Ich mach jemand. Hallo? Was machst du denn da im Dunkeln an dem... Ach, sie müssen der neue Nachtwächter sein. Es ist schon so spät. Das ist schon zu, zu besoft und kippt sich alles nebendran. Tja, dann können die anderen den Rest morgen erledigen. Man sieht sich. Ja, um 5 ist der neue Arbeitstag. Geh mal jetzt. Okay. Was ist eigentlich für Pillen da rein? Was ist das hier? Das ist normal. Ist der Feueralarm oder wie? Hier noch jemand? So, schließe ich mal die Tür ab. Geht das jetzt mit E? Gedrückt halten? Ach, deswegen konnte ich die Tür nicht... Ah, okay, ich verstehe. Wovon schließt jetzt jemanden ein hier? Wäre auch schön. Was? Ich habe meinen Rundgang beendet. Ich habe alle gefunden. Also ich habe den einen Typ gefunden jetzt hier. Da sind ja keine Personen mehr drin. Was ist denn in dem Chart? Was denn? Kann ich die abschließen? Nö. Doch, habe ich. Bin fertig hier. Warum kann ich die Tür nicht abschließen? Muss ich den Feueralarm auch noch überprüfen? Ja, gut. Aber ich sehe doch, dass da das rote Licht dann ist. Ja, alles normal. Schon ein bisschen unheimlich ohne Licht. Jetzt geht's, okay. Gut. Das ist was Befriedigendes irgendwie. Aufgaben abschließen, ich finde das aber toll. Zack, abstreichen, gut. Mich ducken? Nein. Ist auch keiner mehr auf Toilette. Finde ich auch so doof, ne? Es gibt ja echt Betriebe, die schließen die Toiletten ab. Und dann kommst du morgens, also es ging mir schon so, dann kommst du morgens im Betrieb, musst auf Toilette und die sind alle noch abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Toiletten abschließen. Ich meine, gut, man will halt nicht, dass Leute von der Straße einfach reinkommen, auf Toilette gehen. Sollte zuerst die Räume abschließen. Hab ich doch. So, die Räume abgeschlossen.
So. Der ist so. Ein Häuschen abschließen. Nee. Verstehe das nicht. Geh nach Hause. Ich verstehe meine Aufgabe nicht. Ja, hab ich doch. Ach, Licht im Backen. Entschuldigung, ich hab das Licht nicht ausgemacht. Warum ist das am Ende? Boah, ist das creepy. Warum kann das nicht hier vorne an der Tür sein, das Licht? Badezimmer sind generell. Was ist das denn? Ich das Jingle, wenn ich meine Aufgaben erfüllt habe. Also generell Badezimmer abschließen ist so ein gruseliges Ding einfach. Badezimmer. Generell. Nicht abschließen. Das ist doof. Aber Badezimmer ist generell so ein Horror-Ding, so wie Grundschulen oder Krankenhäuser. Ich weiß nicht warum, aber hier finde ich das super gruselig. Oh, haben wir noch was vor uns, ne? Weiter Stock. Gemache. Wieder richtig dunkel. Ist hier der Notausgang oder was? Sag mal. Was gibt's? Ah, bist du etwa. Du bist echt cool. Haare finde ich sehr cool. Hier, ich gebe dir meine Nummer. Wenn wir keinen Kontakt austauschen, werde ich auch nicht gehen. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Ignoriere mich besser nicht. Auf Wiedersehen. Alles klar. Alles normal. Ach, die Karten, Chillers Art Corporation. Das sind die Sammelsachen. Oder habe ich ja schon was verpasst? Sieht man ja echt deutlich, die Karten. Es war unten an dem Board übrigens eine Chillers Art Corporation, ja. Ach, schade. Naja, wie gesagt. Nicht so tragisch. Ja. Das sind halt, wie gesagt, immer so Bäcker oder Supporter, ne? Supporterin. Chillers Art. Finde ich super sympathisch. Alles normal. War das? Oh nein, wieder so ein gruseliger Fernsehausschnitt. Noch daran? Das ist hart. Ich gehe jetzt nach Hause, gib dein Bestes. Man hört sie ganz leise nur. Boah, ich weiß ja nicht. Könnt ihr mich mal aufklären, was haben die eigentlich für eine Work-Life-Balance, wenn die so lange arbeiten? Ich verstehe das nicht, ne? Natürlich ist bei denen auch Eskapismus ganz groß, also gerade so was die Anime-Kultur angeht. Viele steigern sich da richtig rein. Also wie gesagt, alles nur so mein Eindruck. Berichtigt mich ruhig, wenn ihr euch besser auskennt. Ich war halt auch noch nie in Japan leider. Aber ich will irgendwann mal, das ist so cool. Aber auch so teuer. Ja. Hier, schätze ich. Klack. Ich mach das Badezimmer jetzt immer zum Schluss. Ja, aber wie gesagt, wenn man den ganzen Tag arbeiten geht, boah. Und das ist halt auch noch so eine Obligation ist, dass man mit dem Chef was trinken geht. Weiß ja nicht. Und ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber so was ich kenne, ist dieses klassische Bild, dass da die Frau und die Kinder zu Hause sind. Natürlich muss die Frau jetzt wahrscheinlich auch mit arbeiten gehen mittlerweile. Aber dass so der Mann und die Frau und die Kinder in getrennten Zimmern schlafen, also die Frau schläft bei den Kindern. Und der Mann schläft in einem getrennten Schlafzimmer. Hey, wer ist da? Was wollen Sie? Oh, der Nachtwächter. Können Sie bitte das Licht anlassen? Ich werde es später ausmachen. Oder du machst dein Geschäft und dann gehst du hier raus.
Ja, also auf jeden Fall sehr krasse Aufteilung. Weiß halt nicht, wie das jetzt heutzutage ist. Achso, warte. Bipi. Überprüf das, ne? Überprüf, ob du kacken warst, als du nach Hause gegangen bist. Ja, schade, ich kann doch nicht mehr in die anderen Stockwerke. Na, Ladescreen. Weil derselbe Automat auch noch hier. Hat auch, glaube ich, also Chillers Art hat immer dieselben Sachen so. An Automaten und so weiter. Alter. Ist da ein Licht rum? Da wabert doch. Alter, das ist richtig unheimlich gerade. Ihr sollt alle zu Hause bleiben. Oder nach Hause gehen besser. Würden wir wahrscheinlich durchmachen hier in der Firma. Halt's aber echt gut versteckt, die Dinger. Ey. Da sind auch ganz schön viele. Der hat gehustet. Wieder dieser komische Ausschnitt. Will ich sagen unheimlich, aber... Das ist morgen fertig sein. Wo schaust du hin? Hey, hörst du? Was ist denn da los? Warum sehen wir das die ganze Zeit? Ja. Bamba. Ab. Hey. Jetzt schon wieder. Ah. Du musst mich mal daran erinnern, diese doofe Uhr auszuziehen. Hey. Hey. Das ist die Verrückte mit der Nummer gewesen, die so ein bisschen sehr aufdringlich... Boah, was geht hier vor sich? Erster Tag und schon sowas. Warum haben sie das Licht ausgemacht? Ich hab doch gesagt, ich kümmere mich drum. Das war doch ein anderes Stockwerk. Alter. Ey. Shit. Wir sind gerade beim vierten. Und es wird immer gruseliger irgendwie hier, die ganze Situation. Ich würde übrigens von oben anfangen, nach unten nur mal so. Aber es jedem selbst überlassen. Ich finde das irgendwie halt viel. Was ist denn los? Hallo?
Wer ist das denn? Das ist gruselig. Noch ein Raum. Boah. Alter, mir schaudert's gerade. Au. Sag mal. Nander, ja. Was ist hier los? Hey. Sitzt hier im dunklen Büro nicht mal am Rechner? Was ist los mit dir? Sie schon wieder. Mein Chef will, dass ich bis morgen früh alles erledigt, dass alles erledigt ist. Das schaffe ich nie. Hätte nicht gedacht, dass das Arbeitsleben so hart sein würde. Wir werden nicht mal Überstunden bezahlt. Da habe ich es mir nicht vorgestellt. Sie sind der Einzige, der weiß, wie hart ich arbeite. Immerhin geht es mir besser, wenn Sie da sind. Schließlich kann ich dann Feierabend machen. Also, ich gehe da mal. Bis morgen. Ja, wie gesagt, ist jetzt wahrscheinlich 1 Uhr. Klein. Oh, ich dachte, wie kleiner ist. Und um 5 Uhr ist der Arbeitstag beginnt. Oh Mann. Na, ist ein Spaß, aber das wäre echt übel, wenn es so wäre. So, alles normal. Das bezweifle ich. Oh, guck mal, Juggernaut. Gibt es natürlich auch Nicht-Asiaten, die da unterstützen. Dicke Küken. Mit den Mochi. Mochi-Bällchen. Aha. Da hat jemand geatmet. Da ist das Lappe flackert. Ich muss sie ersetzen. Alter! What the fuck? Oh mein Gott. Ah, ihr habt das auch gerade gesehen. Natürlich habt ihr das. Was ist das denn? Ich muss doch die Lampe auf, ja, die Leuchtstofflampe austauschen. Doch. Irgendwelche. Ach so, ist nicht der Hausmeister. Nicht der Nachtwächter. Eine Leuchtstofflampe erhalten. Oh, hab ich Gänsehaut, ey. Ohne Leiter. Ich bin 2,50 Meter. So, hab alles. Also wenn es Chillers Art ist, natürlich gibt es mehrere Endings, schätze ich mal, aber ich frag mich gerade, wie ich die erreichen soll. Wie gibt es mehrere Endings? Oh. Auf dieser Etage ist es echt dunkel. Ich sollte im Elektroraum nach dem Rechten sehen. Der Elektroraum? Da läuft Elektromusik. Ach, lustig. Der Sicherungskasten sieht auch aus wie 1920. Sicherung fehlt. Oh. Kenne ich das irgendwo her? Nee. Manchmal habe ich bei den Zeichnungen den Eindruck, ich kenne es irgendwoher, aber das ist wahrscheinlich. Ich sollte erst das Licht einschalten. Ah, Mann. Warum ist sowas? Ist das nicht im Keller? Solche Schränke? Komisch.
Der Hebel klemmt. Scheint so, als gäbe es keinen Strom. Das sollte ich mir ansehen. Sag mal. Guck mal, auch die Wände sehen komplett nach Keller aus irgendwie. Das ist ein bisschen plemplem von der Zusammenstellung für so ein Bürogebäude. Ja, ich weiß, aber ich brauche ja erstmal eine Sicherung. Finde ich die denn? Oh. Oh. Hätte das Ding mit den roten Augen nicht rauslassen können, bitte? Abgeschlossen? Eine Sicherung? Nee. Ah. Karte. Boah, wenn die jetzt auch noch abgeschlossen wäre. Oh. Boah, Kinder. Ganz normal. Ganz normal. Also nicht ganz sauber im Kopf. Oder wie heißt der nochmal, der von Schillers Art? Bist nicht ganz sauber. Vielleicht kommt Kayako. Nochmal. Hört das denn jemals auf hier? Und ich finde hier am Ende eine Sicherung oder sowas. Ich. Oh, hier sieht's gut aus. Ja! Eine Sicherung! Ah. Kommt doch gleich was ins Gesicht. Wollte ich einen anderen Weg zurück? Ja. Egal. Oh, da steht sie doch. Scheiße. Ich wundere, wenn die Tür gleich verschwindet. Die Tür ist weg. Alter, habe ich Gänsehaut. Bis zum Arsch rauf. Runter. Auf und runter. Sicherung eingesetzt. Ah! Da sind sie ja. Das Licht geht immer noch nicht. Ich glaube, es gibt vier Hebel, die sie noch umlegen müssen. Was ist, was mit mir ist? Ich gehe jetzt. Viel Erfolg bei der Arbeit. Sind doch alle bekloppt hier. Was für eine Firma. Das Licht geht wieder. Ist die Person von eben schon gegangen? Ich schau mal im Überwachungsraum nach. Das ist normal. Haben die das eigentlich überall, diese Feueralarm-Dings da, diese Tafeln an den Wänden? Ja, das ist halt von Spielen, die ich gespielt habe in der Schule, habe dieses Jahr auch immer. So ein Feueralarm ist eigentlich ein gutes System. Dass hier auch nochmal so einen Überwachungsraum gibt. So, ich mach erstmal. Fußabdrücke sind immer noch da. Erstmal meinen Job fertig hier. Kärtchen.
Was? Lecco mio, ey. Immer die Tür zu, dass mir nicht irgendwer nachkommt hier. Meine Güte. Das ist richtig schlimm, das Spiel. Richtig schlimm. Sieht jetzt schon ganz durcheinander. Wir haben echt Glück. Stimmt, dank. Können wir früher gehen. Und die Verantwortung wird uns auch abgenommen. Aber was, wenn Büb kündigt? Ah, das wäre echt ein Problem. Wenn das passiert, würde ich gerade anfangen, wie zu hassen. Hahaha, Dito! Okay. Oh, ich habe schon immer ein bisschen Angst gehabt, mich wieder umzudrehen hier. Hier gegangen? Oh, ich kann mir alles... Warte mal, ich muss erstmal den Zettel lesen. Guck ich mir die Kameras nochmal an. Die Überwachungskameras haben es aufgezeichnet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie... Gerade an diesem Ort. Ich kündige. Kaigo Ochigi. Hier los. Erster Stock. Ich habe ein bisschen Angst. Dein Freund ist ein Wachmann, oder? Yep. Nein. Er ist echt cool. Ich habe ihn mir geangelt. Aber war er nicht schon in einer Beziehung? Verheiratet vielleicht? Ja, das ist alles, ist allen klar. Aber was? Hast du ihn hier ausgespannt? Wenn du es so sagst, klingt das so schlimm. Nun ja, mein Körper konnte, zu meinem Körper konnte er nicht Nein sagen. Ernsthaft? Gegen mich hatte sowieso keine Chance. Oder hat sie sowieso? Ich bin attraktiver. Das war unausweichlich. Du bist echt teuflisch. Kennst du, bist du teuflisch? Frauen echt unwiderstehlich. Was? Komm, so rennt. Hilf mir! Das lässt sie einfach liegen. Das ist nicht richtig mit ihr. Ich hab da alles abgeschlossen. Ups. Aber schade. Warum steht sie da jetzt einfach rum? Ich bin gerade im 5., oder? Sie steht vor der Überwachungsraumtür. Oh. Oh mein Gott, was soll das? Ich werde nie wieder durch jetzt. Oh, guck mal. Bam, rausgefischt. Schillers Art Operation. Bitte nicht, ey. Ach, ich mache einfach weiter nach dem, was ich gerade gesehen habe. Statt, dass ich einfach mal die Polizei rufe. Oder einen dritten runterfahre und gucke, ob sie wirklich gestorben ist jetzt. Aber warum ist sie auch im 6. Stock? Hätte dann in den 3. Mit dem, also mit dem Aufzug in den 3. Alter! What the fuck? Hey? Du putzt hier nur, ne? Das wird von Minute zu Minute abgedreht, das Spiel. Das ist auch so Slow Jazz. Mal aus den Scheiß. Alles normal. Was soll man sonst auch sagen zu so einer Situation? Ist das die Kantine oder was? Aha, keine Ahnung, was es hier gibt. Also für mich sieht auch alles ganz normal. Oh! Okay.
Also da steht jemand, ganz cool. Okay. Ja, alles gut. Was zum Fuck, ey. Aha. Aha. Kätzchen. Gut. Sehr gut. Was soll man auch sonst machen? Ich mach meinen Job. Ah. Was ist denn da um den Kopf rum? Alter, komm ich nicht so an! Mund zu, Herz wird kalt! Danke, Sau! Nicht schon wieder so ein Silent Hill Floor. Die Knöpfe fehlen. Hier könnten welche in der Nähe sein. Ich sollte mich mal umsehen. Sag mal, es ist auch alles für dich ganz normal anscheinend. So ein ganz normaler Arbeitstag. Ach ja. Helsing Game. Oh, das würde ich spielen, glaube ich, von Helsing. Ziemlich geil. Bitte Helsing. Ah! Arschloch. Oh, wie schlimm das aussieht. Ist fast so schlimm wie das Rotaugenmonster. Aha. Aha. Sollte ich hoch? Ach so, da geht's. Die Zwischendecke, okay. Was sind denn Evil Treppen Sounds? Klink, 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 klink. Sitzt du da oben, du scheiß Puppe? Was ist das für ein Bürogebäude? Ich meine, klar ist es nicht ganz normal, aber. Oh, die Toiletten sehen auch fantastisch aus. Immerhin gibt es ein Pissoir. Was willst du mehr? Kann man notfalls auch reinstuhlen. Oh Mann, ey. Was soll ich machen? Ich habe zwar keinen Bock drauf, aber ich mach's einfach. Oh. Oh, sowas finde ich auch mal geil. So den Kopf oben irgendwo durchstrecken und du kannst halt nichts machen außer gucken. Das gibt's in so vielen Horrorspielen. Wunderschön. Weil er wieder einen Herzinfarkt bekommen eben. So ganz, so ein klein bisschen. Einen ganz kleinen nur. Und steht sie. Oh. Vielleicht ist sie da oben hundertprozentig. Boah, ey, ich hab. Ihr seht es nicht, aber ich hab so Gänsepelle, ne? Boah, von den Unterschenkeln bis zum Arsch und bis hoch zum Hinterkopf. Boah, ist das ekelhaft. Hier. Hm, ich hab ein bisschen Hunger, merke ich gerade. Immer wenn ich Angst habe, kriege ich Hunger. Das wäre wahrscheinlich so mein Todesurteil. Vom Killer verfolgt, erstmal lecker Käsebrötchen. Kann ich jetzt gehen? Ah! Arigato gozaimasu! Arigato! Fickt euch doch. Oh, mir kommen schon die Tränen.
Oh. Ohne Scheiß, ey. Es geht halt gnadenlos weiter. Boah. Tschüss. Oh, kommt so. Es ist meine Schuld, ich konnte nichts tun. Also es ist nicht meine Schuld, die verstorbene Person. Alle sind wegen ihr verschwunden. Ich habe nichts falsch gemacht. Es ist alles ihre Schuld. Ah. Jetzt ist er ruhig. Scheiße. Oh. Das ist so lächerlich, alles normal. Nichts ist normal hier, was? Oh. Bibel. Oh, sympathisch. Hiya. Arm VTuber. Sind Werbung in eigener Sache, oder was? Weizen. Werbung für Weizen. Alles normal. Hör mal zu jetzt. Wo kann ich denn eigentlich nie ins Treppenhaus? Ich bin auch so pflichtbewusst, ne? Angesichts des Grauens mache ich einfach weiter. Yay! Bin so glücklich. Das ist eben so. Noch 3 Stockwerke! Meine erste Schicht. Wahrscheinlich ist es jeden Tag so. Hey, heute wieder nicht gestorben. Juhu! Cool. Immer besser. Je höher ich komme, desto wohler fühle ich mich. Oh, fuck. Nee. Ah, ah. Nee. Ah, nee. Nee. Ich weine gleich. Nee. Oh, was war das? Das war die Tür. Nee. Ja, ich komm hier ohne die Maske und. Ach. 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 Das hat sich eben so angehört. Ach. Alles normal. Alles normal. Lügner, wer was anderes behauptet. Liegt doch einer. Darf ich mich auch noch um die Leichen kümmern? Oh nein, er lebt noch. Gehört auch zu meinem Job übrigens. Erste Hilfe. Ja? Ja. Ja, Mist, bin wohl weggenickt. Schon so spät. Was wollen Sie eigentlich? Immer wieder sind Sie hier. Und stehen vor mir, wenn ich aufwache. Waren Sie die ganze Zeit schon hier? Wie dem auch sei, haben Sie meinen Chef gesehen? Ist er schon gegangen? Gib mir nicht so viele Fragen. Dieser... Nachts, was? Na, machtmissbrauchende Unmensch wollte erst gehen, wenn alle anderen auch weg sind. Hau jetzt ab.
Ich glaube, dein Chef, der geht's auch nicht gut, weil er die ganze Nacht hier bleiben muss. Und warten muss, bis alle anderen weg sind. Der kriegt wahrscheinlich... Scheiße fällt immer nach unten, ne? Wie heißt das schön? Ah. Herr Kehle. Lucky, 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 lucky. Lucky, lucky. Für mein lucky, lucky, lucky star. Lucky, lucky. Habe ich den Feueralarm? Warte. Warten Sie. Na, guck doch mal. Hä? Habe ich denn eh... Ich vergesse das schon wieder. Habe ich wohl. Alles gut. Aber die Putzfrau, die macht auch noch bis Stock 5 oder so, ne? Hat die keinen Bock mehr. Muss ich nicht übel nehmen. Ein bisschen. Warum geht der Shit eigentlich immer in Frauentoiletten ab? Okay, jetzt ist nichts. Immer die eine Kabine in der Frauentoilette. Der Automat stand vorher nicht so, oder? Fuck. Muss ich hier rein? Ernährungsmine. Bim, 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 bom. Was ist das denn? Hä? Macht der Knopf? Den Notausgangsschlüssel. Erhalten. Geh bloß weg. Wieder nur nach Hause. Meine Tochter wird morgen 7, ihr Arschlöcher. Außer würden die Knöpfe nicht funktionieren. Ich kann das Treppenhaus beim Notausgang benutzen. Soll ich jetzt ernsthaft noch die letzten beiden Stockwerke machen? Ich kann runter. Oh, kann ich nicht. Die Treppe ist kaputt. Beste Fluchttreppenhaus hier. Okay. Das finde ich jetzt nicht so schlimm wie den Rest, ehrlich gesagt. Alles normal. Also ein bisschen blutige Flipcharts, wer kennt's nicht? Wenn so eine Firmenpräsentation ein bisschen aus dem Ufer läuft. Aus dem Ruder, aus dem Ufer. Finde ich so schlimm. Das erkennt man alles, schon mal gesehen. Blutiges Massaker beim Quartalsbericht. So. Wie gesagt, ich bin ja sehr pflichtbewusst. Auch wenn es hier aussieht wie scheiße, ich mach alles tun muss. Dann gehe ich nach Hause. Wenn ich noch kann. Das ist halt echt Silent Hill gerade hier. Aufzug jetzt hier wenigstens wieder. Danke.
Freu mich. Hab's bald geschafft. Was? Ach so. Also wenn das mal mit, ohne Scheiß, mit Abstand, das Schlimmste, also das am Erschreckendste, nicht das Schlimmste, eigentlich sogar das Beste Chillers Art Spiel bisher ist, da weiß ich ja auch nicht. Also für mich zumindest ist es richtig, richtig heftig. Okay. Soll das jetzt? Muss ich etwa weiter? Ich will aber zurück. War sie das? Ist das die Frau? Ist das wieder so ein Grudge-Ding, so ein Juon? Der riechen muss, ne? Boah, nee. Der 13. Stock. Der 11. Quatsch. Wenigstens ist es schon hell. Kann man sich nicht beschweren. Feueralarm geht wohl gar nicht. Oder Feueralarm geht nicht. Witchard-Labyrinth oder was? Oder so ein Whiteboard, sagt man ja nicht Flipchart. Falsch. Warum muss ich mir das angucken? Kabel fehlt. Die Fußspuren mal wieder. Alter! Alter, was ist los mit ihm? Die Kabel erhalten. Tschüss. Tschüss. Nicht zu sehen. Na dann. Geh ich mal wieder. Oh, kein Licht. Da ist bestimmt irgendjemand ums Leben gekommen. Deswegen ist hier Fluch losgetreten worden. Das ist das sauberste auf dem ganzen Stockwerk. Der Feuerlöscher. Daher sieht schon so grudge-mäßig aus, ne? Noch mehr Fußspuren vor der alten. Warum ist ja auch barfuß eigentlich? Verstehe ich nicht so ganz. Oh Mann, ey. Papier ist auch total sauber. Kann ich jetzt gehen, bitte? So, ihr müsst auf den Toiletten sein. Wer macht eigentlich die Türen immer wieder zu, wenn ich rausgehe? Hä? Ach, da ist noch was. Wow. Bin so aufmerksam. Hä? Warte mal, Oktober? So. Was soll denn das? Warte mal so. 27. Oktober war es, ne?
So vielleicht. Okay. Ich muss irgendwo wahrscheinlich eine Kombination finden jetzt. Ist irgendwo drauf? Mal Wand. Ah. Nope. Finde ich denn jetzt die Kombination raus für den Safe? Beef. Hä? Was mache ich denn jetzt? Irgendwo einen Hinweis darauf geben. Monitore einschalten auch nicht. Hier steht auch nichts drauf. Na toll, blutverschmierte Abdeckung erhalten. Vielleicht kann ich sie sauber machen. Okay, vielleicht sehe ich dann die Kombination. Warte mal, ich gehe mal ins Badezimmer. So, wie viel muss ich jetzt wieder rausschneiden? Bestimmt 5 Minuten. Muss immer schon gucken, so ein bisschen. Kann ich hier? Ah ja, okay. Wunder, dass da Wasser rauskommt und kein Blut aus dem Wasserhahn. Könnte das Blut abwaschen? Da sind 2 Linien drauf gemalt. Ah ja, da kriege ich jetzt bestimmt die Kombination für den Safe. ...60 und 90, also klein 90, groß 60. Na dann. Ich hoffe, ich habe noch so genug Platz auf der Festplatte gleich. So, 90. Und 60. Ein Videoband. Ich hab's mir schon fast gedacht. Oh Mann, Leute. Jetzt? Okay. Weiß nicht, was wir da jetzt sehen sollen. Also erst war es ein Serverraum, dann Waschraum. Oh, jetzt so ein Flatterband. Also irgendwas ist da wohl passiert. Irgendjemand ist getötet worden im Badezimmer. Soll das das bedeuten, oder? Ich liebe. Ich könnte nicht länger bleiben. Ich sollte verschwinden. Ach, das merkst du jetzt. Nein.
Alter, ich muss jetzt auch noch... Das ist doch nicht euer Ernst. Zehnter. Kann ich auch hier... Wow, ich kann das Treppenhaus... Alter, was zum Geier? Oh, das war jetzt bestimmt das Schlechte. Ende? Was ist das denn? Tapes? Alles Tapes? Wow, ich kann erschrocken, Alter. Alter! Ja, und jetzt? Was? Night Security. Get Ending 1. Willst du nochmal ganz zurück? Ich hoffe, ich muss nicht nochmal alles machen. Egor Chigi. Ach nee, der 23. Seid ja heute. Okay. Ending 1. Also der 23.10. Mann. Warum war ich jetzt bei 27. Fortfahren? Oh. Sehr gut. 11. Stock. Das ist ja fein. Das finde ich immer voll toll bei Chillers Art. So, das Video ist vorbei. Und jetzt. Diese roten Augen, Alter. Geh doch. Tür geht auf. Hi. Oh, ich habe nichts gedrückt, aber ist gut. Meine Fresse, Alter, diese Spiele von Chillers Art, die werden immer besser. Kannst du mir nicht erzählen. Werden immer... Get Ending 2. Wie viel gibt's denn eigentlich? 2, 3? Krankenhaus? Es regnet halt echt schon wieder. Es regnet irgendwie immer. Hallo. Oh, unsere Tochter! Unsere Frau! Pass ich erstmal durch die Brust. Oh. Und ich weine. Papa geht's doch gut.
wie schön. Nicht schön. Nicht schön. Ending 2. Ich sag jetzt schon mal tschüss. Ich muss mal recherchieren, ob es noch ein drittes Ende gibt. Ich guck halt auf Steam, schnell. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's sehr gut, also sehr, sehr gut gefallen. Ich fand's echt klasse. Ollie's Graveyard. Den haben wir denn noch alles. Also wie gesagt, die werden immer besser. Die werden immer, immer besser, die Spiele von Chiller's Art. Zumindest hat das jetzt genau meinen Geschmack getroffen. Die waren ja schon immer in dem Stil. Eigentlich ändert sich da auch nicht viel vom Stil, die ganzen Spiele über, aber... Oh, Kronk ist auch wieder dabei, ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Es ist halt... Das hat jetzt so getroffen, was mich echt schockiert und mich so ein bisschen gruselt. Naja, ich hoffe euch auch. Danke für die Unterstützung, fürs Liken, Kommentieren und an die Kanalmitglieder sowieso. Ganz lieb von euch. Was gibt's noch zu sagen? Oh, Gabs Molders, die kenne ich auch. Gucke ich ab und zu mal. Ist, glaube ich, die Freundin von, wie heißt der? Der kleine Ira mit dem Bart, der immer so rumschreit. Ach Gott, wie heißt der? Jack, irgendwas. Egal. Kennt ihr bestimmt. Kennt ihr bestimmt. Ja, haben sehr viel mitgemacht. An Unterstützern. Voice-overs. Ja. Das war's das. Gibt nicht mehr zu sagen. Dankeschön. Ich bin der Bruger und ich wünsche euch viel Spaß beim Gruseln. Und meine Nase kitzelt, weil mein Bart wieder zu lang ist. Tschüss.